Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Hospital Tycoon. Mein Name ist Gabo. Jawohl, wir machen Story-Modus weiter und hören uns natürlich die geile Melodie an. Bam, 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 bam. Kapitel 11. Weiter geht's. Okay. Und hier auch nochmal zur Information. Ostersonntag, Ostermontag. Keine Videos auf meinem Kanal, da Ostern ist und ich nicht zu Hause bin und wir etwas Urlaub machen. Yeah. So soll es sein auch mal. So. Bam, 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 bam. Hier sind wir wieder in unserem Krankenhaus. Gleich zu nehmen eine wirklich hochwertige Alleinstellung. Seh dir nur diese Personal an. Jeder arbeitet so hart wie möglich. Hat sich absolut der Arbeit verschrieben. Ah, guck mal, jetzt arbeiten sie doch mit mehreren Leuten im einen Raum. Absolut kompromisslos und bedingungslos. Sehr schön. Absolut treu, den Krankenhaus ergeben. Ja, geht's weiter. Absolut. Wer verlässt denn da einfach die Gebäude? Wer verlässt denn da einfach das Gebäude? Geht's denn weiter? Guten Morgen, ich hoffe, du bist bereit für einen neuen arbeitsreichen Tag. Einige der Schwestern haben sich bei mir beschwert, wie es scheint, kann es der alte Mann einfach nicht lassen. Alle Schwestern streiken, dieses Mal ist dieses Wüstling zu weit gegangen, aber es kommt noch schlimmer. Zwei unserer Ärzte streiken ebenfalls aus Solidarität mit den Schwestern. Gut, kann ich verstehen. Aha, wunderschönen guten Morgen. Ist hier etwa eine Revolution im Gange? Ja, wegen deiner Dummheit. Wissen Sie das etwas nicht? Die Schwestern haben es satt, von Ihnen zu werden. Mein Gott, ey. Man merkt, ich bin vorhin erst aufgestanden. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, meine Liebe. Oh, Verzeihung, mein Pager, ich muss los. Ja, du blöder... Kein Wunder, dass er das Weite gesucht hat. Egal, wir müssen verhindern, dass noch mehr Mitarbeiter streiken. Da draußen warten jede Menge unzufriedene Leute. Erhöhe ihre Zufriedenheitswerte, indem du ihnen ganzen Krankenhaus dekorative Objekte aufstellst. Vor allem an den Arbeitsplätzen. Ach, und vergesst nicht, dass wir weiterhin jede neue Krankheit behandeln müssen. Außerdem brauchen wir unseren vierten Stern. Denke daran, dass der Inspektor in einem paar Tagen kommt. Dr. Wick und Dr. Nick Boffmann sind zurück. Wow, sie haben ein paar Schwestern im Schlepptau. Und habe viel Dr. C gelernt. Sie beherrschen jetzt alles, was Dr. C beherrscht. Okay. Yippie. Oh, hurra. Was für ein Team. Fantastisch. Die beiden Jungs sind wieder an Bord. Jungs. Punkt, Punkt, Punkt. Da arbeitet ihr drei Drecksäcke. Naja, immerhin scheinen sie sich zu amüsieren. Na, das sieht mir aber nicht so aus, weil dann würde vielleicht jemand auch mal Spaß haben. Das könnte eine Weile dauern, lassen wir sie lieber in Ruhe. Nein, die sollen arbeiten, die faulen Säcke. Rumaffen. So. Haben wir denn jetzt weiterhin noch unser Forschungslabor? Oh ja. Sehr schön. Erhöhe die Zufriedenheit der Personal auf 50%. Okay, wir sollen die Räume dekorieren. Das sieht ganz okay aus, finde ich. Dieser Raum sieht auch eigentlich super aus. Dieser Raum ist auch vollkommen zufrieden. Was wollen die hier dekorieren? Jetzt ganz ehrlich. Der sieht auch super aus. Der auch. Ja, hier könnte man noch Dekoration, könnten wir hier noch eine Blume hinstellen. Und da. Ja, die Räume sehen doch so geil aus, jetzt ganz ehrlich. Was wollen die denn noch mehr?
zu viel kann dann auch gleich schon wieder scheiße aussehen. Ja, da kriegen wir nämlich schon gar nichts mehr rein in den Raum. Hier können wir so ein bisschen kreativ sein in dem Raum. Das geht da zum Beispiel gar nicht ran an die Wand. Hier auch nicht. Ja, so einen Springbrunnen können wir ja mit Sicherheit nicht in so einen Raum bauen. Also, bitteschön, ja. Also bitte. So geht das aber nicht hier. Also auf gar keinen Fall, ja. Also, nee. So. Da sind auch schon ein paar Blümchen drin. Da sind auch ein paar Blümchen drin. Ja, das hier ist eine Seuchenkammer, ja. Die ist schon klein. Eine Seuchenkammer bauen wir hier noch. So ein Regal. Ja, und wenn hier eine Seuche ausbricht, dann wissen wir ja gleich, wenn die Blumen einfallen, dass die Seuche etwas extremer ist. Und daher pflanzen wir hier mal ein paar Blumen. Hier haben sie sogar noch ein Sofa drin. Da ist noch gar nichts drin. Hier sieht auch alles super aus. Ich weiß nicht, was sie wollen, die Ärzte. Fähigkeit, Schönheit. Zufriedenheit, ne? Muss ich hochkriegen von den Ärzten. Zufriedenheit. 47%. Ja, wir warten das einfach mal so ein bisschen ab. Vielleicht erlegt sich... Wie rede ich denn heute? Verdammte Inzo, vielleicht erledigt sich das ja von alleine. Das, Zufriedenheitsproblem, wenn wir hier alleine noch so ein bisschen Deko hinklatschen. 5 Sterne sollten wir locker erreichen. Wir sind die Dekorationskönige hier in diesem Spiel. Ja, einfach immer das gleiche bauen, wirkt schon Wunder. So. Irgendwie kriegen wir das schon alles hin. So. Und das drehen wir dann auch nochmal. So. Dasselbe machen wir hier auch nochmal. Drehen bitte. So. Da passen auch nochmal so ein paar Blümchen hin. Ups, jetzt habe ich keinen Shift gehalten. Muss ich das Ganze nochmal machen hier. So. Da passt auch noch eine Blümchen hin. Oh, guck mal, hier kann man ja noch Blümchen über Blümchen stellen. Benjamin Blümchen überall. Das ist ja gar nicht wunderbar heute. So. Dann wollen wir den dahin machen. So, so, so und so. Und so. Ich glaube, das reicht, Leute. Patientenbehandlungen, 94%. So. Vier Sterne sollte sich gleich von alleine erledigen. Wir lassen, weiter. Wir lassen das mal hier volle Pulle laufen. So, dekoriert haben wir. Ich gehe einfach davon aus, der Rest geht von alleine. Oh, was ist los? Eine neue Krankheit schon wieder. Elektrostuhlsimulator und Massagebett. Oh, ein Massagebett hätte ich auch gerne. Oh ja, jeden Abend ins Bett gehen, auf Knöpfchen drücken. Oh, das war falsch. Wäre doch absolut episch, Leute. Echt, Massagebett wäre absolut episch. Medizinisch. Massagebett. Das hier wahrscheinlich. Ja, voila. Ein Massagebett. Und wie hieß das andere nochmal? Schittenböhm. Elektrosimulator.
Bauen wir natürlich auch. Bauen wir natürlich auch. Das nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das kann das alles nicht sein. Das auch nicht, das hier. Ach, das ist ein Aufenthaltsraum. Das sind Toiletten. Ja, wir bauen das Ding auf die Toiletten. Machen wir denn noch Platz? Hier haben wir noch Platz. Das ist wahrscheinlich auch ein Aufenthaltsraum. Das sind auch schon wieder Toiletten. Haben wir denn überhaupt noch irgendwo Platz frei? Nein. Alle Räume besetzt. Also müssen wir einen neuen bauen. Das Teil ist 6x4. Also wird uns einer 8x8 Raum auf jeden Fall reichen. Den wir da hinsetzen. So. Und dann brauchen wir dieses Elektro. Hä? Müssen wir das Teil drehen am besten? Wie soll ich das da hinkriegen? Hä? Ach so. Alles klar. Das Teil soll an eine Wand. Na gut, dann machen wir das doch. Ja, dekorieren natürlich hier auch gleich wieder in den Teilen, weil sonst haben wir ja nachher das Personal wieder überhaupt nicht zufriedengestellt. So, dann hier noch so einen großen Schrank natürlich. Dann nehmen wir hier noch so eine schöne Daisy. Ja, und hier den anderen Parkpenner. Und dann Dekoration. Stellen wir den da hin. Und natürlich hier noch ein paar Blümchen. So. Und die Blümchen. Scheiße. Da. Vor Daisy. So. Dann wollen wir hier natürlich noch ein paar Blümchen hinstellen. Haben wir auch. Dann brauchen wir hier noch ein paar Möbel. So. Sieht aus, als wenn ich das schon mal gemacht hätte. Hier ein Mülleimer. Hey. Da ein Mülleimer. Und dann brauchen wir hier noch einen einen Automaten. Und stellen wir da noch einen Automaten hin. Und hier ein Automat. Ja, sieht doch richtig nice aus. So, hierzu kommt noch so ein kleiner Zeitungsständer. So. Hier den Leuten das so richtig aufdringen. Da stellen wir auch noch einen hin. Und hier können wir so ein Aquarium hinstellen. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Dekoration. Hier meine beliebten Blumentöpfe. So. Ha, soll mal einer sagen, ich kann nicht dekorieren, ja? Also wirklich, so. Ich bin da überhaupt nicht begabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich froh, dass ich meine Frau habe. So. Behandle Einkommen, mache ein Krankenhaus zu 4-Sterne-Klinikum, erhöhe die Zufriedenheit des Personals auf 50%. Personalbehandlungen 54, ja, ich weiß nicht, wo ich das einsehen kann. Zufriedenheit. 61, 59, 54, 54. Hier, die Empfangsdamen sind zum Beispiel extrem mies drauf. Die Empfangsdamen sind echt mies drauf. Warum sind denn die Empfangsdamen mies drauf? Braucht ihr etwa ein paar Blümchen, meine Damen? Hm, oder braucht ihr so einen Fernseher für euch? Ja? Irgendwie sind die Empfangsdamen ja richtig mies drauf. Hallöchen, ich wollte Ihnen nur kurz Bescheid sagen, dass Sie jetzt ein Weilchen ohne mich auskommen müssen. Ja, das wird auch Zeit. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holen Sie sich endlich die Männer mit den weißen Turnschuhen ab. Ah, mit den weißen Jacken heißt es eigentlich, wo die Jacke man falsch rum anzieht. Machen Sie sich nicht lächerlich, Messi. Nein, ich muss
mich vor dem Beschwerdungsausschuss der Klinik verantworten, wie es aussieht. Hat sich irgendjemand über mich beschwert? Ach, tja, das überrascht mich nicht. Aber egal, während Sie Ihren Kopf aus der Schlinge ziehen, dürfen wir das Chaos beseitigen, das Sie hier hinterlassen haben. Das ist Ihr Job, meine Liebe. Ich muss jetzt jedenfalls los. Ich verlasse mich auf Sie. Endlich ist er weg, aber die nächste Katastrophe wartet schon. Die Empfang hat eben eine Infektionskrankheit gemeldet. Du solltest dich also lieber beeilen. Na klasse, Ingo. Haben wir denn so ein Gerät? Ich glaube schon, ja. Und dann bräuchten wir den Seuchenexperten. Haben wir sowas? Pfleger, Pfleger, Arzt, Psychopäde, Arzt, 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 Hausmeister, Pharma, Arzt, 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 Wartschalter. Nein, haben wir nicht. Personal einstellen. Seuchenexperten. Oh, Entschuldigung. Ja, der ist nur schlecht, aber den stellen wir ein. Einstellen. Dankeschön. So, und ich werde mich jetzt erstmal was umschauen. Personal nämlich, ja. Die Empfangsdamen sind so mies drauf und gehen mir so auf die Kohonnes. Da machen wir das doch mal ganz anders hier. Ja, Techniker, Empfangsdamen, guck mal da. Ja, die sind nämlich schön und nicht blöd. So, da stellen wir doch schon mal eine neue Empfangsdame ein. So. Ja, eine neue Empfangsdame, Personal, eine alte Empfangsdame kicken, weil sie ja immer nur doof rumsitzt. Ja, du bist schlechter drauf. Du machst meine Steps kaputt. Tschüss. So. Steh auf und verlass das Klinik. Das Klinik. Die Klinik. So, du bist entlassen. So. Das hätten wir nämlich schon mal. Ja, die lernt ja noch. Die lernt ja noch. Da hat es Fähigkeit erst 9%. Die lernen das alle. Unser Labor ist hier. Da müsste ja gleich... Ah, nee. Wir haben ja nur eine Seuche bekommen. Infektion in der Klinik hält sich Patienten mit infektionslosem Hauptausschlag auf. Ja gut, aber dafür behandeln wir ja. Brauchen wir uns ja nicht so den großen Kopf drum machen, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. Das läuft ja. Ja, wir haben sogar schon über 4 Sterne. Erhöhen Sie die Zufriedenheit des Personals auf 50%. Ich weiß nicht, wo ich das sehe. Das würde mich ja schon sehr reizen, wenn ich wüsste, wie ich das sehe. Ja, ab hier kannst du sagen. Also manche sind wirklich schon gut drauf, aber manche auch nicht. So, ich will jetzt mal gerade die Aufenthaltsräume nachschauen, weil alle Aufenthaltsräume sind nämlich gar nicht voll ausgestattet. Also das bedeutet, wir nehmen jetzt uns erstmal hier die Dekoration vor und dekorieren jetzt erstmal die Aufenthaltsräume etwas besser. Ja. So. Dazu bauen wir hier noch ein Sofa hin. So eine kleine Lummerecke. Dann können wir hier noch so einen schönen Tisch hinstellen. Dann könnten wir hier noch so ein Aquarium hinstellen. Hier so ein Flippertisch. Und da so ein Automat. So, sieht alles nicht sehr schön aus, aber... Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. So, das sind die, Au
Wo haben wir denn noch alles Aufenthaltsräume? Da haben wir einen, da haben wir einen hier. Da möchte ich gerne noch hin. Hier ist nämlich auch noch nicht komplett ausgestattet, der Raum. Ups, das war falsch. Oh, du hast es wieder einmal geschafft. Das Personal ist nicht mehr unzufrieden. Naja, manche einer ist immer noch. Naja, aber da hilft dann wohl nur noch. Währenddessen entfüllt Schwester Daisy, dass sie damals das alte Manager wegen Belästigung angezeigt hat. Sie liebt Dr. bla bla bla. Die Geschichte endet sicher in einer gnadenlosen Finale mit Hunderte von... Sonst würde sie schließlich eine Arbeit nicht lohnen. Ja, nicht. Ich bin gespannt, wie die letzte Folge wird, Leute. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich beigehen und werde euch noch eine Runde ein eigenes Klinikum bauen. Also das wird mich schon sehr reizen, wenn ich ganz ehrlich bin. Da man dann dieses Story-Kram nicht dabei hat. Und einmal dann auch alle Krankheiten zu behandeln und... Weiß ich nicht. Kann man ja einmal so durchziehen, ne? Schalt auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Hospital Tycoon. Sie waren heute wieder einmal großartig. Wir haben weitere Streiks verhindert, die Moral des Personals wiederhergestellt, das Klinik weit ausgebaut und unsere vierten Stern erhalten. Fantastische Arbeit, Hauptmenü. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei der geilsten Melodie der Welt, Hospital Tycoon. Mein Name ist Gabur, bis zum nächsten Mal und legt euch hin und schöne Ostern. Wir hören uns am Dienstag wieder. Mein Name ist Gabur. Bis dann. Tschüss.